Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch den AVA Group Media Kanal an. Es sind jetzt 6 Monate vergangen, seit dieser Kanal entstanden ist und es ist Zeit, einmal Konsequenz zu ziehen, wie unsere Erfolge, unsere Investment bisher war und wohin unser Weg in der Zukunft uns führt. Wenn ihr den Kanal verfolgt, dann wisst ihr, dass unsere allererste Live-Erscheinung war am 28.12.2017. Allerdings unser erstes richtiges Video wurde am 01.01.2018 hochgeladen. Ab dem Datum rechne ich die Geburt von diesem YouTube-Kanal. In diesen 6 Monaten haben wir einiges erreicht. Wir haben 48 YouTube-Videos, davon 15 auf deutsche Sprache. Wir haben 414 Abonnenten. Wir haben insgesamt 11.747 Zuschauer bzw. Anschauer. Wir haben 11 Comments bekommen, 144 Likes, yeah, und 3 Dislikes. Das haben wir sicherlich verdient. In diesen 6 Monaten kann man einen ganz steilen Verbesserungsprozess in die Qualität unserer Videos erkennen. So ein Video, was ich euch wöchentlich mache, dauert in der Post-Production etwa 4-5 Stunden und natürlich alles in 2 Sprachen. Das heißt, 4 Stunden für die ungarische Sprache und 4 Stunden für die deutsche Sprache. Außerdem, seit 2 oder 3 Monaten übersetze ich die Videos für SD22 Lotziger und dadurch kommen natürlich noch 2 bis 3 Stunden wöchentlich in Übersetzungsarbeit dazu. Nun, es ist so, dass der Aufwand, was wir mit diesem Kanal haben, besteht nicht nur ausschließlich aus Arbeit, sondern es hat auch Kosten. In diesen 6 Monaten haben wir jede Menge technische Geräte hier noch dazu gekauft, damit überhaupt dieser YouTube-Kanal leben kann. Und jetzt zeige ich euch, worüber wir hier sprechen. Erstens haben wir diese Logitech C930E Webcam dazu gekauft, wodurch ihr mich auch seht. Und jetzt ausnahmsweise, weil wir ein kleines Softwareproblem haben, diese Kamera nimmt auch den Ton, was ihr gerade hört. Dann haben wir verschiedene Stativen gekauft. Wir haben diese Studio-Lichter gekauft. Das war nicht die beste Lösung, weil die sind einfach ziemlich sperrig. Ich würde in der Zukunft lieber flache LED-Lampen kaufen statt denen. Dann haben wir noch eine Greenscreen gekauft. Greenscreen habt ihr wohl nur in einem Video bisher gesehen. Weil wir leben ja hier, das ist unsere Wohnung, das ist hier das Studio. Es ist ziemlich aufwendig, den Greenscreen und seine Beleuchtung professionell aufzubauen. Deswegen kommt es nicht so oft vor, dass ich die benutze. Dann haben wir noch eine Action Cam gekauft. Das war der größte Fehler des Kanals, ehrlicherweise. Diese Cam hat uns 38 Euro gekostet, totale Kacke, ist in der Mülleimer gelandet. Und dann haben wir noch unsere Mikroport. Diese Mikroport verwenden wir zu den Handy und auch mit unserer Zoom H1 zusammen. Wir brauchen auch noch eine Stecker, eine spezielle Stecker, damit diese Mikroport mit unserer Zoom H1 Audio Recorder auch funktioniert. Diese Audio Recorder habe ich immer in der Tasche, wenn ich zu euch spreche. Ausnahme, wie gesagt, jetzt, wo ich irgendwie ein Softwareproblem habe, die ich in dieser Woche noch nicht lösen könnte. Ja, man denkt, dass
damit wäre das alles. Das, was ich hier euch gerade erzählt habe, kostet bisher 436 Euro, roundabout, die ich investiert habe. Und wenn ihr den YouTube-Kanal verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich auch noch einen Computer dazu gekauft habe, was noch einmal 4200 Euro war. Aber den Computer zähle ich nicht in dieser Auflistung auf, weil den verwende ich sowieso Tag zu Tag auch für andere Anwendungen. Und es ist immer noch nicht ganz zu Ende, weil wir brauchen auch eine Software, um unsere Videos zu erstellen. Und wenn ihr hier guckt, so eine Adobe Creative Cloud Software Paket kostet 761 Euro im Jahr. Ich muss zugeben, dieses Jahr habe ich diese Summe noch nicht bezahlt, weil am Anfang des Jahres hatte ich eine Möglichkeit, ein 12 Monaten Abo für ungefähr 30 Euro zu erwerben. Allerdings, dieses Abo wird bald auslaufen. Und dann werde ich gezwungen, diese 761 Euro jedes Jahr noch dazu bezahlen, damit ich euch diese Videos schneiden kann. Und wenn wir schon beim Programm bzw. Dienstleistungen sind, wir haben letztes Monat angefangen, mit TubeBuddy zusammenzuarbeiten. Das ist eine Dienstleistung, der unsere Videos in eine höhere Fundrate beim YouTube einordnet. Wir haben bisher einmal 4,5 Euro dafür bezahlt, allerdings scheint eine ziemlich preiswerte Investment zu sein. Und wenn wir über 1000 Abonnenten sind, dann wird das mir in der Zukunft noch 9 Euro im Monat dazu kosten. Ja, die Frage ist, wieso haben wir vor 6 Monaten AVA Group Media überhaupt zu Leben erweckt? Ich kann hier euch ein sehr gutes Beispiel bringen, wie zum Beispiel eine Freundin von mir. Sie hat eine Ausbildung als Pferdetherapeut und sie möchte einen eigenen YouTube-Kanal erstellen, wo sie ihre eigene Pferdetherapeut-Leistung, Kenntnisse zwischen die Leute verbreiten möchte. In dem Fall kann sie an uns wenden. Wir nehmen diese ganzen Geräte, was wir haben, packen alles im Auto, fahren zu ihr. Wir machen ein Interview oder Video, wie sie möchte. Wir kommen hierher zurück und wir schneiden den ersten Video für sie. Wir erstellen einen YouTube-Kanal für sie oder wenn sie möchte, ihr Video kann auf unserem YouTube-Kanal auf AVA Group Media erscheinen. Dadurch stoßen wir ihre eigene YouTube-Karriere an und alle unsere Mitglieder vom AVA Group Media wird ihr Video genauso promotieren wie die anderen. Zum Beispiel, wir haben vor einigen Monaten angefangen mit der Deuker Laszlo zusammenzuarbeiten und zu ihm kann ich danken, dass wir diese 414 Abonnenten erreicht haben. Ohne seine Hilfe, ohne seine Promotion hätte das nie geschehen können und dadurch bin ich sehr dankbar für ihn. Und genau so wie Herr Deuker hinter meinem Rücken gestanden ist, so stehen wir auch hinter die Rücken von unserer neue Mitglieder. Das war das Idee vor 6 Monaten. Wie hat sich dieser Grundplan durch diese 6 Monate geändert? Gar nicht. Es ist immer noch das Ziel, dass wir eine interne Community hervorrufen, wo alle, die eine gewisse Wissen, Kunst oder fachliche Feinheit mit anderen Leuten teilen wollen, die können uns anschreiben, ansprechen und wir helfen ihnen, ihre YouTube-Karriere anzustoßen. Daher, wenn ihr Lust habt mitzumachen,
dann schreibt einfach eine E-Mail an media@ava.hu und wir werden eure E-Mail in der Kürze beantworten und wir können einfach loslegen. Allerdings, wie gesagt, diese Leistung, worüber wir sprechen, ist kostenlos. Wir verlangen keinen einzigen Cent von euch, um eure YouTube-Karriere anzustoßen. In der Zwischenzeit haben wir ziemlich vieles Geld für diesen YouTube-Kanal ausgegeben und wir sind gezwungen nachzudenken, worauf wir noch Geld ausgeben wollen können. Zum Beispiel, wir haben hier eine Liste, was wir noch in der Zukunft alles kaufen wollen. Das zeige ich euch. Hier zum Beispiel eine Rode NT-USB-Mikrofon, also ein Tischmikrofon, die wir brauchen werden, genau für solche Fälle. Das kann ich hier auf dem Tisch aufstellen und ihr bekommt eine viel bessere Tonqualität. Dann, es wäre sehr gut, eine Sony X3000 zu kaufen. Das ist eine 4K-Kamera, womit wir unser kleines Umfeld hier im Studio verlassen können. Dies kann ich auch im PKW verwenden oder einfach in die Welt raus und ich kann euch tolle 4K-Videos liefern. Der kostet allerdings 505 Euro. Der nächste, ein Zubehörpaket für unsere Zoom H1 und es wäre toll, eine Zoom H6 zu haben. Zoom H6 hat mehrere Eingänge, das heißt, bei einem eventuellen Interview kann man auch den Ton von den anderen Personen gleich einstecken und er kann alle Inputs gleichzeitig speichern. Dann, wenn wir den Studio verlassen, es wäre toll, eine Rode Filmmaker zu haben, wo ich die Receiver in die Kamera einstecken kann und ich kann weiter von dem Kamera weglaufen. Jetzt bin ich auf diese 1,5 Meter gezwungen, was meine Rode Microport Kabel einfach hat. Dann wäre es noch sehr gut, eine zweite Webcam zu haben. Das, wenn wir so eine Situation haben wie jetzt, dann könnt ihr noch so von außen auf die Ereignisse hier auf dem Tisch einen Blick drauf werfen. Greenscreen, wie ich gesagt habe, Greenscreen seht ihr relativ selten, weil es dauert sehr lang aufzustellen und die Lichter einzustellen. Allerdings durch so eine Halterung, der nur 40 Euro kostet, ich hätte die Möglichkeit, diese Halterung hier an der Decke zu montieren und wie eine Rollo kann ich den Greenscreen einfach runterlassen und gleich mit den Drehen anfangen. Wir haben vorhin auch über die Beleuchtung, Studiobeleuchtung gesprochen. Das sind die LED-Leuchten, die flach zusammenklappbar sind und brauchen nicht so viel Platz, kostet aber 361 Euro. Und in ferner Zukunft möchten wir natürlich eine professionelle Kamera kaufen, wie zum Beispiel diese Panasonic Lumix GH5. Das ist eine Kamera, die wir früher oder später kaufen werden. Allerdings, ich bin seit Wochen, vielleicht schon Monaten, Panasonics unterwegs, dass Panasonic in einer Art Zusammenarbeit, Sponsorgeschichte, meinen Kanal mit so einer Kamera bestückt und dann werdet ihr möglicherweise in der Zukunft viel bessere Bildqualität haben. Diese Kamera kann sogar Cinematic-Auflösung schießen in 4K und dann habt ihr in dem Video einen kleinen Text, dass dieses Video ohne den Unterstützung von Panasonic nicht zustande gekommen wäre oder der Video ist von Panasonic gesponsert. Das ist noch Geheimnis. Ne? Aber wenn wir diese Kamera kaufen oder erwerben oder bekommen, dann brauchen wir noch ein Richtmikrofon, der auch 200 Euro kostet
Und wir brauchen eine viel bessere Stativ dazu, so eine Flüssiggelenkstativ, wodurch die 4K-Videoaufnahmen wirklich flüssig durch die Gegend schwenken. Das hier, was ich euch erzählt habe, ohne den 2200 Euro teure Kamera, kostet 2182 Euro plus der Kamera, also insgesamt 4382 Euro, möchten wir noch in der Zukunft für diesen Kanal investieren. Nun, wie sieht das aus? Wie kann man das lösen? Auf jeden Fall, eine Möglichkeit ist, dass wir Patreon-Seite haben. Diese Seite haben wir eigentlich seit Januar, aber kein einziger Mensch hat uns noch bisher unterstützt, finanziell unterstützt. Unsere Patreon-Seite findet ihr unter www.patreon.com/avagroupmedia. Jeder einzelne Cent, was wir hier als Unterstützung bekommen, werden in diese Geräte investiert. Kein einziger Cent wird eingesteckt, aber dadurch können wir unsere langfristigen Pläne erfüllen. Allerdings, wir sind ganz, ganz froh, dass wir so viele positive Feedback von euch haben, auch Deutschsprache, auch ungarische Sprache, weil durch diese Feedbacks, diese Likes, 144 Likes, Wahnsinn, und eure Mitgliedschaft sind wir motiviert, um weiterzumachen und, wenn nötig, diese Investment aus eigener Tasche zu tätigen. Allerdings, der allerwichtigste Nachricht dieser Video ist, ihr könnt uns am meisten unterstützen, wenn ihr eure Freunde über diesen Kanal informiert, durch Facebook, Twitter, Partys, Verwandtschaft, Freundschaft. Teilt jeden mit, dass dieser Kanal existiert. Dadurch können wir neue Abonnenten haben und eventuell finden wir jemanden, der auch auf unserer Patreon-Seite uns unterstützen könnte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit uns seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Knopf, abonniert unseren Kanal, erzählt jedem, dass wir existieren, und wenn ihr mitmachen möchtet als YouTuber, dann schreibt uns eine E-Mail auf der media@ava.hu E-Mail-Adresse. Wenn ihr dem Video nicht gefallen hat, dann schickt uns einfach einen Comment, was wir in der Zukunft anders machen sollen. Dankeschön, dass ihr uns bisher begleitet habt und bleibt mit uns auch in der Zukunft. Tschüss!